Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und die Rona ist immer noch dabei, die Sprinkler hier zu upgraden. Den einen hat sie natürlich abgebrochen, weil sie halt eben uns zeigen wollte, dass sie wieder schwanger ist. Die Kinder sind im Bett, sind zwar ein bisschen gestresst, aber ich denke mal, dass... Wird schon. Dem Pferd geht es eigentlich auch soweit ganz gut. Müsste vielleicht demnächst irgendwann mal pieseln. Aber ansonsten ist da alles im Lot. Und ja. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Außer, dass wir die Stühle irgendwie in der Küche umgestaltet haben. Ich finde es eigentlich immer noch ganz nett. Mal gucken, wie es ist, wenn ich die länger da stehen habe, ob das dann immer noch so ist. So, ich weiß, dass du müde bist, aber du schaffst das schon. Ein Schwangerschaftsbuch lesen. Wir haben halt keins, ne? Wie wäre es, wenn wir Grillkäse machen? Oh, guck mal, ein Mädchen bekommen. Dann machen wir den Grillkäse wieder weg. Ich glaube, das schafft sie nicht. Nee. Hat sie schon abgebrochen. Sehr schön. Dann gehst du halt einfach schlafen. Ist ja schon 3 Uhr in der Früh. Also eigentlich rentiert sich es nicht, wenn du dich noch hinlegst. Also, nee. Ich glaube, das rentiert sich wirklich nicht mehr. Wie sieht's hier oben aus? Ihr seid, ja, 24 Stunden bist du noch verkeimt. Aber ich würde dich halt trotzdem gerne in die Schule schicken. Kann ich sie irgendwie entschuldigen oder so? Ach ja, weil ich will halt nicht, dass sie dann, wenn sie zu Hause bleibt, dann so angeschissen wird. Was ist los? Gut, dann stehen die anderen auch mal auf, können ja sich mal frisch machen. Weil der Schulbus kommt ja auch irgendwann. Und bis dahin sollten die eigentlich schon gefrühstückt haben. Waffeln. Und du kannst Waffeln essen. Und du bist deinen Spaß am Aufbauen. Finde ich gut. Aber du bist soweit vom Spaß eigentlich erfüllt, ne? Wie wäre es, wenn du dir vielleicht hier unten die Toilette und ein Bad gönnst? Und ich räume halt in der Zwischenzeit mal auf, damit die auch Platz haben, am Tisch zu essen. Was ist los? Jemanden verprügeln. Haha. Also stimmt das doch, dass du dich vielleicht mit jemandem geprügelt hast? Gitte Collins anschnauzen, das kannst du auch vergessen. So. Leg doch alles noch gut in der Zeit. Und sie haben auf jeden Fall schon die Hausaufgaben gemacht. Das ist sehr schön. Was möchtest du? Ein Teleskop? Nö. Hüpfkästchen spielen, das kannst du gerne machen, damit du deinen Spaß vielleicht auch erhöhst, bevor die Schule anfängt. Weil ihr wollt ja alle hart arbeiten und dafür braucht ihr halt eine Menge Spaß. Und du willst ein Teleskop haben, aber das verbessert jetzt deinen Spaß auch wiederum nicht. So, ich denke mal, also sie geht Hüpfkästchen oder was auch immer, Dingsen. Und du kannst hier mal rutschen gehen, damit du das irgendwie so verbesserst. So, guck mal. Und da sie das ja sowieso machen wollte und Konzert besuchen, weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben. Aber mal schauen, ne?
Der Schulbus kommt um 8. So. Was haben wir denn überhaupt für ein Wetter? Also wir haben Sommer und in 10 Tagen ist schon wieder Herbst. Und wenn der Herbst kommt, dann ist bald der Winter auch. Mann. Will keinen Winter. Also wirklich vom Spaß wird's ja nicht. Was ist denn los? Ist irgendwie komisch. So. Gut. Ich würde mal fast sagen, du stehst jetzt mal auf. Du hast jetzt genug geschlafen. Dann kannst du dir auch noch Waffeln reinziehen. Und dann musst du deine Sachen hier mal verbessern. Und dann müssen wir das mal hier auf Vordermann kriegen. Dass das hier auch gemacht wird. So, und den müssen wir natürlich auch noch verbessern. So, die Kinder gehen in die Schule. Natürlich hart arbeiten, solange wie es halt geht. Wenn sie halt zu stressig sind, dann können sie da auch einen Gang runterfahren. Hart arbeiten. Die sind jetzt nicht gerade mit dem Taxi gefahren, oder? Eigentlich fahren die doch mit dem Bus. Ja. Irgendjemand anderes ist mit dem Zug gefahren, wollte ich schon sagen, mit dem Taxi. So, Madame. Ab mit dir in den Garten. Wie sieht's aus? Stehst du mal auf? Nicht Heu fressen, du musst pieseln. Das Pferd macht, was es will. So, beide K zwei sind schon auf gut. Nur du müsstest auch mal auf gut kommen. So, ich würde mal fast sagen, deine Blase platzt ja schon fast. Und dann kannst du hier mal ein bisschen fürs Rennen trainieren, auch wenn wir keins machen, aber Hauptsache, du kriegst die Bewegung rein. Haben wir eigentlich, ja, wir haben Rechnungen gekriegt. Ich denke immer, das wäre ein Teller, den ich wegräumen müsste, aber das ist die, diese Lichterstrahler auf dem Boden. So, und ich denke mal, ich werde dann die wahrscheinlich auch. Du hast so eben ein. Ja, aber das ist schon länger her. Du hast so eben ein Pferd adoptiert. Also ich weiß, dass ich gerade keins adoptiert habe. Dachte, irgendjemand adoptiert hier, wie er will, Pferde. So, gut, gut, gut. Sehr schön. Jetzt hör doch mal auf, mir zu sagen, dass ich einen. Hör doch auf. So, wie sieht's aus? Guck mal, die Bewegung im Nu schon besser. Und dann kümmere ich mich nachher um das soziale Problem. Wenn sie dann irgendwann mal durch ist mit den Sprinklern. Weiß nicht, wie viele Stunden das hier noch dauern wird. Weiß nicht. Das dauert auch genauso lange wie das Gießen an sich. Aber wir brauchen unbedingt diese zusätzliche Hilfe zum Gießen, weil sonst. Ach, du bist auch verkeimt. Sehr schön. Ups. Oh nein. Oh shit. Moment mal. Warum
Muss der mir das denn immer so bescheuert machen? Es tut mir leid, wenn ich das jetzt. Ich hatte das kleiner gestellt, aber bei euch kommt das nicht an, oder? Nö. Das ist nur bei mir, glaube ich. Ja, zumindest sieht es mal so aus. Dann sehe ich noch weniger. Finde ich schon geil. Weil ich hätte schon gerne. Warte mal, kann ich das hier mal kurz. Ui. Ja, genau, das möchte ich so beibehalten. Aber ich möchte es jetzt wieder ins normale Fenster. Genau. Muss ich halt ein bisschen aufpassen, wo ich hindrücke. Aber das gefällt mir so jetzt wieder besser. Wie lange denn noch? Wie sieht's bei dir aus? Du bist gestresst. Okay, alles klar. Aber auf gut und schon auf mehr als gut. Muss ich ehrlich sagen, also die Kinder, die machen immer fleißige Arbeit. Kann man echt nicht meckern. Ja, natürlich wollen die dann unbedingt dann ein bisschen Spaß wieder haben, aber das macht ja nichts. Macht das hier auch Spaß? Oder macht das hier mehr Spaß? Weil dann, ach guck mal, sie möchte sowieso im Whirlpool sitzen. Dann kannst du ja auch einsteigen. Ich denke mal, du kannst ja auch einsteigen. Und du, wenn du fertig bist, dann kannst du hier auch mal reinkommen. So, Ferdi, du brauchst soziale Bedürfnisse. Kein Problem. Kannst vielleicht in der Zwischenzeit noch ein bisschen mit dem Ball spielen. Weil das wird hier noch ein bisschen dauern, bis ich fertig bin. So, ihr sitzt drin. Guck mal, der Spaß wird aufgefüllt. Dann könnt ihr doch eigentlich, könnt ihr noch ein paar Dinge hier machen. Tratschen. Fragen, ob Sim gut geschlafen hat. Geheimnis verraten. Plaudern. Wusstest du, dass Ryan Anderson Unmengen von Geld besitzt? Das hätte ich nie gedacht. Und den Promi-Tratsch könnt ihr auch mal machen, damit ihr ein bisschen eine bessere Beziehung habt. So. Ich habe gehört, dass Candy immer noch ins Bett machen soll. Aha. Wer ist Candy? Kenne ich eine Candy oder ist das eine Verwandte von uns? Hast du gehört, dass Rhonda Collins die Malereifähigkeit beherrscht? Nein! Tut sie das? So, ich hoffe, dass die dann auch von alleine irgendwie auch wieder aufhören. Weil ich habe ja automatisch Gießen drin. Und dann müssten die doch irgendwann von alleine auch wieder aufhören, oder? Na gut, jetzt ist erstmal wichtig, dass die Pflanzen mal an sich Wasser kriegen. So, das sieht doch schon mal alles gar nicht mal so schlecht aus. Und wenn du damit. Oh Mann, irgendwann wirst du damit doch mal fertig sein. Ach, guck mal. Sie ist auch endlich mal dazu gekommen. Guck mal, der Spaß, der ist voll. Richtig geil. Gut. Ich würde mal fast sagen. Dann könnte man eigentlich mal ein bisschen was essen. Weiß nicht, unter Umständen könnte sich ja jemand trauen, was zu kochen. Was ist denn jetzt schon wieder passiert?
Und ihr zwei beide könnt eigentlich mal Hausaufgaben machen, während das Essen noch nicht durch ist. Und was war denn das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Herzlichen Glückwunsch, Bandito ist weit genug galoppiert, um in den Rang der Langstreckensprinter erhoben zu werden. Okay. Ach, guck mal, ich könnte ihm auch irgendwas. Aber was bringt er das? Gar nichts, ne? Ach, wir haben ja auch überhaupt nicht genügend Punkte für nichts. Dann zeig mal, was man hier alles jetzt machen kann. Oder du. Ist auch ziemlich aus der Puste. Da, ein Pferd muss mindestens 20.000 Meter galoppieren, um sich den Titel des Langstreckensprinters zu verdienen. Für den Pferd, die mindestens 15 Stunden mit der Renntraining verbracht haben. Ah, das kriegen wir ja auch wohl hin, oder? Lernerschöpfung, ja. Du bist doch jetzt fertig. Warum bist du jetzt im Arsch? Oh Mann, was ist denn los? Geschäftsmodell, kannst du vergessen. 88%, willst du mich eigentlich verarschen? So, ich weiß nicht, was das soll. Aber eigentlich sollte der Sprinkler selber angehen. Weil ich weiß nicht, jetzt ist er halt, sind sie halt alle durchgehend an. Ich bin mal gespannt. Ob die von alleine auch wieder angehen. Hier sollte ich mal vielleicht mal einschalten, damit die Pflanzen hier. Guck mal. Von jetzt auf gleich richtig toll. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mir einen Sprinkler dahin zu. Dingsen. Und du? Könntest ja auch mal was hier von dieser Macaroni mit Käse nehmen. Ist normal. Also kann man nicht meckern. Ach, guck mal, Heu verteilen. Hast du deine Hausaufgaben schon fertig? 0%. Ach, du hast ja auch gekocht. So. Aber das Pferd ist irgendwie traurig. Wenn irgendjemand mal fertig wäre mit den Hausaufgaben. Gut, die sollten eigentlich was essen. Wenn die fertig sind mit den Hausaufgaben. Aber ich denke mal, die Rhonda könnte sich dann mal ums Pferd kümmern. Wenn ich mal dazu komme, ne? Ah, dieser Whirlpool, der macht schon eine Menge Spaß. So. Dann schnell mal auf die Toilette. Vielleicht unter Umständen den hier upgraden. Ich habe dich doch ausgeschaltet. Steht da irgendwie dabei? Nö, steht nicht. Also wenn ich die einschalte, dann sind die einfach durchgehend am Gießen. So, Schätzchen. Halskraulen. Frank Werner kann mich mal. Du wirst jetzt kein Nickerchen machen. Wir machen hier jetzt soziale Dingsbums. Damit du dich nicht mehr so unsozial fühlst. Es ist ja auch wichtig, dass dass das auch sozial
immer im grünen Bereich ist und sich nicht so alleine fühlt, weil ein zweites Pferd würde ich jetzt eher nicht holen, weil weiß gar nicht, ob das sich dann an der Größe des Haushalts irgendwie ändert, wenn ich jetzt zwei Pferde habe, ob ich dann weniger Sims haben kann. Aber ich glaube nicht. Ich meine, es wären trotzdem 8. Aber man kann dann nur noch eine begrenzte Zahl an Tieren haben. Aber das müsste ich eigentlich nochmal herausfinden. Für die heutige Folge war es das. Bis zum nächsten Mal weiß ich bestimmt darüber Bescheid, wie das nochmal mit der Haushaltsgröße ist. Weil dann würde ich tatsächlich unter Umständen noch ein Pferd holen, damit die sich miteinander beschäftigen können. Damit das sozial, dass sie mir nicht zu abgedingst sind. Natürlich wird man sich trotzdem um die Pferde kümmern müssen, wie zum Beispiel bürsten und Hufe auskratzen, damit die da auch ihre Pflege bekommen. Aber ich werde jetzt erstmal das nachgucken und dann mal sehen, was wir dann machen. Ja, und bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, tschüss. Irgendwie kann ich meine Kamera nicht ausschalten. Oder bin ich jetzt doof? Nee. Okay, dann muss ich das so machen. Nochmal eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.